die menschliche Moral. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner würdigen Schrift sagt, sag, mein Herr hat mich auf einen geraden Weg geführt, zu einem richtigen Glauben, der Religion Abrahams, eines Hanifen, er war kein Heide. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Gute Manieren haben die größten Wirkung auf die Erklärung des Islam und Abschaffung des falschen Stereotyps. Das Leben eines europäischen Muslims mit der islamischen Moral beseitigt 1000 übersetzte Bücher und 1000 Vorträge, die die Erhabenheit und Toleranz des Islam erklären. Dies liegt daran, dass die falschen vorliegenden Vorstellungen des Islam mehrmals diese sind, die seine Wahrheit beschreiben. Außerdem besteht die Ethik darin, was die Menschen in unserem Verhalten finden und nicht das, was sie von uns oder über uns hören. Des Weiteren gilt die Ethik als die Sprache des Verstehens zwischen den Völkern. Beispielsweise könnte eine Person sich auf dich verlassen oder dich lieben, ohne mit dir zu sprechen, aber mit einem Lächeln oder einer Hilfestellung. In diesem Zusammenhang steht es im Koran, wir sehen, dass du einer der Rechtschaffenen bist. Um einen Muslim oder eine Muslimin sich ethisch zu verhalten, zählt nicht darauf ab, die anderen zum Islam zu übertreten. Die Muslime benehmen sich vielmehr unter allen Bedingungen und zu allen Zeiten so, weil der Islam es befiehlt. Und was die Rechtleitung zum Islam angeht, liegt es in Allahs Hand. Im Koran konzentriert sich Ja'far ibn Abi Talib in seiner Rede mit Negus auf die moralischen Werte des Islam. Jeder europäische Muslim kann durch sein Verhalten und seine Moral die Bedeutung von Verkündung, Bekanntmachung des Islam für Menschen erreichen. Hier sind diese praktischen Beispiele. Die Situationen, in denen europäische Muslime die Moral des Islam verkörperten. Bereue vor der Pilgerfahrt nach Mekka. Ein türkischer Imam erzählte einmal von einem türkischen Muslim, der in einer deutschen Stadt lebte und vor einigen Jahren beschloss, zur Kaaba zu pilgern. Er wollte zu Allah in aufrichtiger Reue umkehren, damit Allah seine Pilgerfahrt annehme. Eine seiner Untugenden war es, die Verkehrsmittel einsteigen, ohne Fahrkarte zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt der Pilgerfahrt ging er zum Transportunternehmen und sagte, für 20 Jahre war ich die Verkehrsmittel eingestiegen, ohne Fahrkarte zu kaufen. Ich habe versucht, mich der Zahlung zu entziehen. Und jetzt möchte ich für die letzten 20 Jahre bezahlen, damit Allah meine Reue vor der islamischen Pilgerfahrt annehme. Die Mitarbeiter waren überrascht und sagten ihm, gehe, wir können den Zeitraum nicht bewerten. Aber er bestand darauf zu zahlen. Als Belohnung für seine Aufrichtigkeit wurde er verehrt, indem sie ihm eine kostenlose Reisekarte in seiner Stadt für den Rest seines Lebens ausstellten. Behandlung eines Hunds eröffnet den Muslimen eine Moschee in Frankreich. Eines Tages sprach ein muslimischer Philosoph und Prediger in Frankreich darüber, dass eine Französin in einem französischen Viertel Proteste gegen den Bau einer Moschee für Muslime anführte und wurde es beschlossen, den Bau zu stoppen. Diese Frau ging einmal plötzlich aus, um ihren kranken Hund zu behandeln. Als ein muslimischer Tierarzt zum Morgengebet ging, der ihrem Hund half und ihm das Leben rettete. Danach lernte die Frau diesen Tierarzt kennen. Als er sich der Frau gegenüber nach der islamischen Wert verhielte, hat sie entschieden, mit Bewohnern des Viertels zu sprechen, um die Moschee weiterzubauen. Im Anschluss an wurde die Moschee gebaut. In einer Feier
für eine deutsche Frau, die zum Islam konvertierte, wo die Frage nach dem Grund für ihr Konvertieren gestellt. Sie antwortete: Der Grund für mein Konvertieren zum Islam ist eine marokkanische Muslimin, die im Krankenhaus sehr krank war und in die Abteilung für hoffnungslose Fälle gebracht wurde. Als ich vorbeikam, konnte ich feststellen, dass die meisten Patienten außer einer Frau verzweifelt und hoffnungslos waren. Sie baten mich, ihnen eine Droge zu geben, für die sie um ihr Leben bringen könnten, mit Ausnahme dieser Frau, die sie ruhig und geduldig war. Dabei fragte ich sie nach dem Grund dafür. Sie erwiderte: Ich bin Muslim. Deshalb hat mein Herr mir geboten, geduldig mit dem Unglück umzugehen und mir die Belohnung im Jenseits versprochen. Ich warte dementsprechend auf sein Versprechen, denn er bricht sein Versprechen nicht. Diese Wörter haben mich sehr berührt, so dass ich entschied, über den Islam zu lesen. Ich hatte 30 Jahre lang gelesen, bis ich dank Allah Muslim wurde. In den drei Situationen wird angemerkt, dass gute Manieren die Ursache dafür waren, entweder das falsche Bild über den Islam und die Muslime zu verändern oder zu positiv praktischen Situationen für diejenigen zu führen, die es erleben. Darüber hinaus hatten die guten Manieren eine gute Wirkung auf diese Menschen, auch wenn sie nicht zum Islam konvertierten. Alles, was wir erwähnten, verdoppelt die Verantwortung des europäischen Muslims, wenn er von der islamischen Moral abweicht. Im Gegenzug ist er ein Richtleiter, wenn er sich daran festhält. O Allah, führe uns zum besten Benehmen zu, dem niemand außer dir Richtleiten kann, und wende von uns die Untugenden ab, von denen niemand außer dir abwenden lässt. Und unsere Gebete beschließen wir immer mit: Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Dies ist so, weil der Islam kein Menschenhand geschaffenes System ist. Es ist die Religion Allahs. Er hat sie vollkommen und umfassend gemacht. Kein Mensch hat je oder wird je ein System erschaffen, das so perfekt ist. Wenn du also ein erfolgreiches und glückliches Leben führen willst, dann wende den Islam in deinem Leben an und du wirst wunderbare Resultate erzielen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, die Tore und Zugänge des Satans sind die Charaktereigenschaften des Menschen, und das sind recht viele. Aber wir werden nur auf die großen Tore hinweisen, denen viele Anhänger des Satans verfallen sind. Zu den größten Zugängen des Satans gehören der Zorn und die Begierden. Denn der Zorn ist der Dämon des Geistes. Und wenn der Geist schwach wird, greifen ihn die Anhänger des Satans an. Und immer, wenn der Mensch zornig wird, macht ihn der Satan zu seinem Spielball. Zu den großen Toren des Satans gehören ebenfalls der Neid und die Gier. Die Gier macht den gierigen Menschen blind und taub. Die Tore des Satans nimmt man durch das innere Licht des Herzens wahr. Und wenn dieses durch den Neid und die Gier geschwächt wird, erkennt man die Zugänge des Satans nicht. Und dann hat der Satan seine Chance und verschönert dem Gierigen alles, was ihn zu seinen Begierden führt, auch wenn es verwerflich und ungeheuerlich ist. Was aber die Gefährlichkeit der Gier angeht, so sagt der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken: Zwei hungrige Wölfe in einer Herde schaffe,
können keinen großen Schaden anrichten als den, den die Gier nach Vermögen und Ansehen in der Religion des Menschen anrichten kann. Zu den größten Zugängen des Satans gehört die Übersättigung, auch wenn sie durch völlig erlaubte Mittel erfolgt. Denn die Übersättigung stärkt die Begierden und diese sind die Waffen des Satans. Zu seinen großen Toren gehören auch die Hass und die fehlende Vergewisserung. Dazu sagt der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, Eile ist vom Satan und Bedenken ist von Allah, dem Erhabenen. Zu den weiteren großen Zugängen des Satans gehören der Geiz und die Furcht vor Armut. Denn dies hält vom Ausgeben und Spenden zurück und führt zu übertriebener Sparsamkeit, zum Horten und letztendlich zur Qualenstrafe. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Städten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 请使护主拉特让中的人心下士官一切将传归安拉中日时的主安拉在古兰经中说你说我的书一日因我一条生路即生效重生的一部拉新的宗教大不施 业务被入的人我健身我能非说我有安乐对于偶我健身穆罕默德是安乐的仆人及其师侄他在圣训中说为了我没舍人的高尚品德安乐被签了我古兰经中有许多提升道德和善心的下士 并规范人类的行为的行为，例如，后述了特征，这一章明确无误的有助于实现社会的全面进步，并提升道德和善心的下士，并规范人类的行为，其中包括。